fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, hier unten bin ich. Hallo. Das Tier, um das es heute geht, müssen wir am Boden suchen. Denn heute schlängelt sich alles um die Schlangen. Besser gesagt, um unsere heimischen Schlangenarten. Und dabei denken die meisten Menschen zuerst an die Blindschleiche. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann könnt ihr sie da auch entdecken. Schaut euch mal die schönen bronzefarbenen Augen an. Blindschleichen sind also gar nicht blind. Außerdem sind sie völlig harmlos. Sie sind also weder giftig, noch beißen sie. Anfassen sollte man sie allerdings trotzdem nicht, denn wenn man sie falsch erwischt, kann es sein, dass sie ihren Schwanz abwerfen. Das machen übrigens auch Eidechsen. Wenn ein Feind sie angreift, wirft die Eidechse ihren Schwanz ab. So kann sie entkommen. Aber keine Angst, der Schwanz wächst wieder nach. Schlangen können das übrigens nicht. Die müssen vor ihrem Feind flüchten. Und jetzt fällt euch bestimmt was auf. Genau, Blindschleichen sind gar keine Schlangen, sondern eine Echsenart. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach den richtigen Schlangen und für euch gibt's die ersten tollen Infos. Schlangen leben fast überall auf der Welt, nur nicht in eisigen Regionen. Sie gehören zu den Reptilien. Ein Merkmal der Reptilien sind die trockenen, schleimlosen Hornschuppen. Diese bedecken den ganzen Körper. Zum Vergleich: Vögel haben Federn und Säugetiere Fell. Reptilien sind wechselwarm. Das heißt, sie können keine eigene Körperwärme erzeugen. Sie brauchen die Sonne, um auf Betriebstemperatur zu kommen. In den Wintermonaten ist es ihnen bei uns zu kalt. Darum haben sie einen Trick. Vom Herbst bis zum Frühjahr halten sie Winterstarre. Das ist ein langer, tiefer Schlaf. Schlangen überstehen den Winter in frostsicheren Verstecken wie kleinen Höhlen. Manche benutzen dazu Kaninchenbauten. Bei uns in Deutschland leben 6 verschiedene Schlangenarten. Die stelle ich euch heute vor. Dafür bin ich im Donautal bei Passau unterwegs. Hier treffe ich den Schlangenexperten Ralf Braun. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich bin ja hierher gekommen zu euch ins Donautal, weil ich heimische Schlangenarten kennenlernen wollte. Warum findet man denn speziell hier so viele? Weil es hier so schön warm ist. Wir sind im Süden von Deutschland und dieses Donautal ist so geschützt. Und da knallt die Sonne richtig rein, dann wird es richtig warm. Und das mögen die Schlangen? Die Schlangen mögen es warm, Reptilien mögen es generell warm. Du hast da so schöne Handschuhe dabei. Ja, die sind für dich. Ah, die sind für mich? Cool. Wofür brauche ich die denn? Ja, lass dich überraschen. Komm mit. Alles klar. Also Anna, wenn wir jetzt Schlangen suchen, müssen wir ganz vorsichtig auftreten, weil die spüren die Vibrationen. Ah, die bemerken schon, dass wir da sind. Können die uns auch hören? Die hören nicht, nee. Hören können sie nicht. Welche Schlangenart können wir denn jetzt hier finden? Ja, schauen wir mal, ob wir eine Ringelnatter erwischen. Eine Ringelnatter? Die habe ich schon mal beim Wandern gesehen. Das kann gut sein. Die ist in ganz Deutschland, kommt die vor. Der Name Ringelnatter bezieht sich auf den Halsring. Dieser ist meistens gelb. Ansonsten ist die Ringelnatter komplett schwarz beschuppt. Ringelnattern leben am liebsten in der Nähe von Gewässern und können sehr gut schwimmen. Schaut mal, das ist ja lustig. Dieser Baumstamm hier, der sieht selber aus wie eine Schlange, wie so ein Schlangenkopf. Hier, das ist das Maul und das ist das Auge. Cool, oder? Gut, ich such mal. Ringelnattern sonnen sich gerne auf Steinen. Manchmal liegen sie auch auf Baumstämmen. Aber hier ist keine. Da vielleicht? Nee. Da ist auch so ein Haufen. Da könnte auch eine sein. Ja, da oder? Wir halten einige Meter Abstand. Hoffentlich schlängelt sie sich nicht davon. Oh, da liegt sie. Eine kleine. Ja, die ist relativ klein. Was meinst du, wie groß die ungefähr ist? So. Unsere Ringelnatter hier ist jung und 70 cm lang.
aber ausgewachsen kann sie bis zu 1,50 Meter lang werden. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Können wir da noch näher ran oder was machen wir am besten? Also näher ran würde ich jetzt nicht mehr hingehen, sondern jetzt versuchen wir die zu fangen. Das heißt, jetzt muss es dann schnell gehen. Also gleich voll aufs Ganze. Genau, und da ziehe ich mir jetzt meine Handschuhe an und du solltest deine auch anziehen. Dafür sind die? Ja. Okay, alles klar. Ralf nähert sich. Die Ringelnatter versteckt sich. Vorsichtig hebt Ralf den Ast hoch. Jetzt hat er sie. Schau mal. Oh, da ist sie. Oh, schön ist sie schon. Ah, darf ich sie auch mal halten? Aber ich wundere mich ja schon, dass die überhaupt nicht beißt. Die Ringlattern beißen nicht. Aber warum haben wir denn dann überhaupt die Handschuhe an? Ja, weil, riech mal, riechst du das? Das stinkt ganz bestialisch. Boah, boah, das stinkt wirklich. Das ist diese. Aus einer Drüse am Körperende kommt ein stinkendes Sekret. Der Geruch verdirbt jedem Fressfeind den Appetit. Die Ringelnatter streckt ja immer die Zunge so raus, die züngelt so. Und ich weiß, Schlangen riechen mit der Zunge. Wie genau macht die das denn? Die steckt die Zunge raus, nimmt die Duftstoffe auf und steckt die dann im Mund in so eine Höhlung rein. Und da wird es dann eigentlich erst wirklich gerochen. Und damit kann sie extrem fein riechen. Wenn man sich die Schlange so anschaut, muss man überhaupt keine Angst vor ihr haben. Die Furcht vor Schlangen ist uns Menschen nicht angeboren, sondern anerzogen worden. Sag mal, Ralf, kann es eigentlich jeder machen? Kann ich jetzt einfach in die Natur gehen und mir so eine Ringelnatter schnappen, um sie mir mal näher anzuschauen? Nee, es sind ja wilde Tiere und die sollen wir nicht einfach fangen. Und wir haben dafür auch eine Ausnahmegenehmigung. Und es ist doch schöner, wenn man sie einfach beobachtet draußen. Schau mal, Ralf, da buddelt jetzt gerade jemand an unserem Ringelnatterhaufen. Was genau macht der da? Das ist der Sebastian, der betreut das Naturschutzgebiet. Und schau mal hin, der erzählt es dir bestimmt gerne. Ach so, ja, ich frage ihn einfach mal. Hallo. Hi, ich bin die Anna. Ich habe gehört, du betreust das alles hier. Was genau machst du denn da? Ich suche nach Schlangeneiern, nach leeren Schlangeneiern. Und warum suchst du die? Wir haben da so Haufen angelegt, damit die Reptilien dort ihre Eier legen können. Und wenn es Zeit ist, wenn die Jungschlangen ausgeschlüpft sind, dann durchsuchen wir die Haufen und suchen uns dann die leeren Eischalen raus, zählen die und wissen, wie viele Schlangen rausgeschlüpft sind. Und warum legen die das jetzt besonders gerne in so einen Haufen rein? Was ist da der Vorteil? Der Haufen, der besteht aus so Holz und das Holz verrottet. Und ja, bei dieser Verrottung, da entsteht Wärme, ähnlich wie im Komposthaufen. Und durch diese Wärme werden die Ringelnatter-Eier ausgebrütet. Ah, das macht also die Ringelnatter gar nicht selber, dass sie die Eier ausbrütet, sondern sie geht dann ihres Weges und die Eier werden von selber ausgebrütet, durch die Wärme. Genau. Ich fühl mal. Ja. Ja, tatsächlich. Da steigt wie so ein warmer Dampf auf. Sebastian hat schon was gefunden. Hier, guck, das sind die leeren Eischalen einer Ringelnatter. Da ist mal eine kleine Ringelnatter ausgeschlüpft. Die war so vielleicht 20 cm lang. Mhm. Also eigentlich wahnsinnig lang für so ein kleines Ei. Ja, Wahnsinn. Die fühlen sich ganz ledrig an und relativ stabil. Und ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass in so ein kleines Ei so eine lange Schlange passen soll. 20 cm könnte hinkommen. Und wenn sie schlüpfen, kümmert sich dann die Mama? Na, die ist es total egal. Die haut ab. Ihre Beute müssen die Jungen selber jagen. Zum Beispiel Kaulquappen und kleine Fische. Größere Ringelnattern lieben ebenfalls Fische, aber auch Molche und Frösche. Eidechsen und Mäuse stehen ebenfalls auf ihrem Speiseplan. Und wie Schlangen fressen, zeigt mir jetzt Ralf. So, jetzt kommen wir zur nächsten heimischen Schlangenart, der Äskulapnatter. Sind Äskulapnattern denn giftig? Nee, aber es sind Würgeschlangen. Würgeschlangen erwürgen ihre Beute, drücken ihnen die Luft ab, bis sie tot sind. Unsere Äskulapnatter hier heißt Jochen. In freier Natur ernährt er sich von kleinen Vögeln und Mäusen. Und Mäuse habe ich hier auch dabei. Ist natürlich nicht so schön, sowas zu verfüttern, aber andererseits fressen sie halt auch kein Gemüse, sondern das ist ihre Nahrung.
Kann ich das denn jetzt dem Jochen verfüttern? Ja, das musst du am Schwanz nehmen. Okay. Mach dir mal auf. Und dann lege ich es hin oder halte ich es ihm davor? Hinhalten. Also jetzt, wo ist er? Da. Jetzt kommt er, jetzt holt er sich das. Halt's hin. Jochen reicht eine Maus pro Woche. Komm, Jochen. Ja. Wow. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass er so ganz plötzlich zuschnappt, aber der war ganz vorsichtig, ganz sanft. Um die große Maus ins kleine Maul zu bekommen, muss die Schlange ihren Unterkiefer ausrenken. Sie verschlingt ihre Beute immer mit dem Kopf voran. Da sie ihr Futter nicht mit den Zähnen zerkauen kann, muss sie es in einem Stück verschlingen. Schaut mal, Jochen renkt sich seinen Unterkiefer wieder ein. Ich zeig's euch nochmal. Ja, Ralf, ich muss ja zugeben, ich habe zwar ein bisschen Angst davor, aber glaubst du, ich kann den Jochen mal auf den Arm nehmen? Ich gebe ihn dir mal, warte mal. Ja. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt, schau mal her. Boah, wie muss ich den denn halten? Einfach nehmen und ja. Er hält sich schon fest an dir. Er fühlt sich eigentlich total angenehm an, ganz glatt. Kühl. Und kalt, er ist ja wechselwarm. Und man merkt, dass da enorme Kraft drin steckt, also wie der sich hier bewegt. Ich kann es auch gar nicht einschätzen, wie er sich jetzt bewegen will. Die Äskulapnatter kommt nur in wenigen Regionen Deutschlands vor. Aber ihr habt diese Schlange bestimmt schon gesehen, im Apothekenzeichen. Die Äskulapnatter ist das Symboltier der Ärzte und Apotheker. Ich habe ja hier so eine tolle Schlangenhaut entdeckt. Darf ich die mal rausholen? Gerne, ja. Boah, die fühlt sich cool an. Da hat sich der Jochen mal gehäutet, oder? Genau. Und guck mal, da ist auch noch ein Teil. Ich glaube, beide Teile zusammen geben dann das Ganze. Wahnsinn. Da sieht man, wow. Okay, hier sieht man mal, wie groß der Jochen tatsächlich ist. Größer als ich. Ja, vielleicht so 1,70 wird er sein. So ungefähr, ja. Das ist schon ordentlich. Es fühlt sich an wie so eine dünne Plastikfolie. Es raschelt auch so. Wie oft häuten sich denn Äskulapnattern ungefähr? Also Jochen häutet sich dreimal im Jahr momentan. Junge Äskulapnattern häuten sich einmal im Monat sogar. Viel häufiger, weil die noch wachsen müssen. Haben wir denn die Möglichkeit, mal eine wilde Äskulapnatter zu suchen? Ich glaube, unsere Chancen stehen ganz gut. In diesem verwilderten Steinbruch leben Äskulapnattern. Unter dem Holzhaufen könnte sich eine verstecken. Die Sonne wärmt die schwarze Folie auf. Und Schlangen mögen es bekanntlich warm. Also dann schauen wir mal. Mit viel Glück haben wir jetzt hier unter dieser schwarzen Folie eine Äskulapnatter. Okay, mach's mal auf. Ich bin gespannt. 2, 3. Leer. Da ist sie. Habt ihr sie gesehen? Hier die Wiederholung. Oh. Ah ja, aber die verkriecht sich jetzt gleich, gell? Also die würde jetzt nicht angreifen, die flüchtet lieber. Die greift nur an, wenn man drauf tritt. Zur Verteidigung beißt eine Würgeschlange auch mal zu. Diese Äskulapnatter bleibt lieber in ihrem Versteck. Ich glaube, da machen wir lieber mal wieder zu, weil sie will es ja schön warm da unten haben. Genau. Die nächste heimische Schlange ist die Würfelnatter. Sie ist ungiftig. Ihre Beute besteht aus kleineren Fischen. Die Würfelnatter lebt gerne in Gewässern, kann ausgezeichnet schwimmen und tauchen. Nun zur vierten Schlangenart. Das ist jetzt eine weitere ungiftige Schlangenart hier bei uns. Das ist die Schlingnatter. Denkst du, wir können die mal rausholen und genauer anschauen? Ja, die nehmen wir mal vorsichtig raus. Vorsichtig, beißt die jetzt eher? Die ist sehr bissig, ja. So eine Schlingnatter. Ah, die hat aber einen kleinen Kopf. Aber auch schön. Wieso heißt sie denn Schlingnatter? Weil die ihre Beute noch umschlingt, bevor sie sie dann runterschluckt. Und die Beute, das sind hauptsächlich Eidechsen
und manchmal auch Blindschleichen. Und seltener mal auch eine Maus. Genau. Jetzt bin ich aber erschrocken. Boah, habt ihr das gesehen? Erst ewig lang ganz ruhig und dann auf einmal zack. Da war ja gar nicht mit zu rechnen. Ich zeig's euch noch mal. Die Schlingnatter wollte nur flüchten. Ralf nimmt die Schlingnatter wieder hoch. Er lässt sie durch seine Hand schlängeln, um sie zu ermüden. Du hast ja gesagt, die beißt schon ab und zu mal. Wurdest du schon mal gebissen? Ich wurde schon öfters gebissen. Das ist eine Schlange, die ganz schnell zubeißt, aber sie ist nicht gefährlich, also nicht giftig. Und weil die Schlingnatter so schnell zubeißt, wird sie manchmal mit der giftigen Kreuzotter verwechselt. Hier zum Vergleich. Links die ungiftige Schlingnatter, rechts die giftige Kreuzotter. Die sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Also ich fasse noch mal zusammen. Die Äskulapnatter, die Schlingnatter, die Würfelnatter und die Ringelnatter sind ungiftige Schlangenarten. Es gibt aber auch noch zwei giftige Arten und die will ich mir mit euch gemeinsam jetzt mal genauer anschauen. In Deutschland gibt es die Aspisviper. Ihr Biss ist für den Menschen in der Regel nicht lebensgefährlich. Sie kommt bei uns nur im Südschwarzwald vor. Vom Nacken bis zum Schwanz hat sie zwei Reihen mit dunklen Querbinden. Die Aspisviper wird rund 80 cm lang. Ihre Nahrung besteht vor allem aus Eidechsen und kleinen Vögeln. Die zweite giftige Schlangenart bei uns ist die Kreuzotter. Sie ist in vielen Regionen verbreitet, zum Beispiel in der Nähe von Nürnberg. Hier habe ich mich mit Klaus verabredet. Hallo Klaus! Ja, hallo Anna! Hi, was machst du? Suchst du schon die Kreuzotter? Ich suche die Kreuzotter, ja. Hast du schon eine gefunden? Na, bis jetzt nicht, nein. Ah, dann müssen wir gleich mal zusammensuchen. Wo ist die denn? Wo lebt die denn? Ja, hier unter dem Gesträuch, im Busch, in der Wiese. Die kann überall sein. Also die kann überall sein. Muss ja. Ich gut die Augen offen halten. Richtig. Also gut, dann lass uns mal gemeinsam suchen. Ihr seid's ja nur. Da liegt eine. Schau. Ja, hier ist sie. Könnt ihr sie sehen? Die Kreuzotter wird bis zu 70 cm lang. Sie trägt ein deutlich sichtbares Zickzackband auf dem Rücken. Ihre bevorzugten Beutetiere sind Frösche, Mäuse und Eidechsen. Unsere Kreuzotter liegt ganz ruhig da. Sie greift nur dann an, wenn sie sich bedroht fühlt. Wann fühlt sie sich denn bedroht von mir? Wenn du auf sie trittst oder womöglich noch versucht, sie zu fangen mit der Hand. Klar, da würde ich mich auch bedroht fühlen. Genau. Wie stark ist denn dieses Gift? Man kann es vergleichen in etwa mit mehreren Wespenstichen eventuell. Okay, also das tut dann schon weh, aber es ist jetzt nicht lebensgefährlich. Nein, auf keinen Fall lebensgefährlich. Und wenn sie dich gebissen hat, ruhig bleiben, auf keinen Fall die Wunde aussaugen wollen. Sonst wird dieses Gift über die Mundschleimhäute aufgenommen und verschlimmert die Situation. Aha, was sollte ich dann stattdessen machen? Ruhe bewahren, zum nächsten Arzt gehen, auch nicht abbinden oder sonst irgendwas, sondern sich dann behandeln lassen. Wollen wir mal versuchen, ein Stück näher hinzugehen? Ja, jetzt haut's ab. Tja, Kreuzottern sind eben sehr scheu. Ja, wenn man eben zu nahe kommt, dann verschwinden sie doch. Wir haben jetzt alle sechs heimischen Schlangenarten kennengelernt. Weltweit gibt es etwa 2700 Schlangenarten und ein paar davon zeige ich euch jetzt. Der Netzpython ist nicht giftig. Aber als Würgeschlange könnte er problemlos einen Menschen erwürgen. Der Netzpython ist mit rund 7 Metern die längste Schlangenart der Welt. Giftschlangen wie diese afrikanische Puffotter brauchen ihr Gift hauptsächlich, um Beutetiere zu töten. Ihr Biss wäre auch für uns Menschen tödlich. Ebenfalls aus Afrika kommt die Speikobra. Sie kann ihr Gift dem Angreifer entgegenspeien. Auf der Haut zeigt das Gift keine Wirkung. Darum versuchen die Speikobras, die Augen zu treffen. Das verursacht beim Angreifer sehr starke Schmerzen.
Schlangen unterteilt man in Nattern und Vipern. Ein Unterscheidungsmerkmal sind die Pupillen. Runde Pupillen sind typisch für die Nattern, wie zum Beispiel die Aesculapnatter. Schlitzförmige Pupillen deuten auf die Familie der Vipern hin, zu der die Kreuzottern gehören. Wir suchen nach einer weiteren Kreuzotter. Wo? Da ist eine Schau. Tatsächlich? Ja. Oh, die ist aber auch schön. Ja. Die Kreuzotter ist gut getarnt. Das muss sie auch sein, denn auf sie lauern, wie auf alle anderen heimischen Schlangenarten, viele Fressfeinde. Zum Beispiel Störche, Greifvögel wie der Milan, aber auch der Fuchs und das Wildschwein mögen Schlangen. Und damit genügend Schlangen überleben, muss natürlich genug Nachwuchs auf die Welt kommen. Wie läuft es denn ab? Wie findet sich denn überhaupt so ein Kreuzotterpärchen? Ein Kreuzotterpärchen findet sich dadurch, dass die Pheromone abgeben, das heißt Duftstoffe im Gelände. Das Kreuzotterweibchen gibt die Duftstoffe ab. Diesem Duft folgt das Männchen. Jetzt kann es passieren, dass ein zweites Männchen dazukommt. Klar, die haben ja die Duftstoffe auch gerochen. Genau. Und dann kommt es zum sogenannten Kommentkampf. Beim Kommentkampf kämpfen die beiden Männchen um das Weibchen. Sie wickeln sich umeinander, ohne sich zu verletzen. Das stärkere Männchen drückt das schwächere herunter. Der Sieger darf sich mit dem Kreuzotterweibchen paaren. 8 Wochen später kommt der Nachwuchs auf die Welt. Nicht in Eiern, sondern lebend gebärend. Wie viel Nachwuchs bekommt denn so eine Kreuzotter? Eine Kreuzotter bekommt im Schnitt so zwischen 6 und 8 kleine Jungschlangen. Und die legt sie dann auch dort ab, wo viel Nahrung vorhanden ist. Das ist sehr schlau von der Kreuzotter, denn die Babys, die auf die Welt kommen, die werden dann nicht mehr von der Mama versorgt, wie bei der Ringelnatter auch, sondern die sind auf sich selbst gestellt und müssen natürlich auch gleich Nahrung finden. Und wenn vor ihnen gleich ganz viel Nahrung ist, dann überleben auch mehr Junge. Richtig. Unsere Schlange schlängelt sich davon. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Mit Ralf habe ich eine Ringelnatter entdeckt. Sie ist ungiftig. Bei Gefahr gibt sie ein stinkendes Sekret ab. Boah, das stinkt wirklich. Wie viele Schlangen legen Ringelnattern Eier? Jochen, die Aesculapnatter, ist ebenfalls ungiftig. Ihn habe ich gefüttert. Schlangen schlingen ihre Nahrung unzerkaut herunter. Unsere heimische Würfelnatter ist auch ungiftig, genauso wie die Schlingnatter. Die Aspisviper ist zwar giftig, aber ihr Biss ist für den Menschen in der Regel nicht lebensgefährlich. Bei uns kommt sie nur im südlichen Schwarzwald vor. Die zweite heimische Giftschlangenart habe ich mit Klaus gesucht, die Kreuzotter. Da liegt eine. Auch ihr Biss ist für uns nicht lebensbedrohlich. Alle unsere heimischen Schlangen sind sehr scheu. Wir Menschen müssen uns also nicht vor ihnen fürchten. So Leute, ich hoffe, ihr habt heute wieder mindestens genauso viel dazugelernt wie ich. Vor allem, dass man keine Angst vor unseren heimischen Schlangen haben muss. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, habe ich noch eine Scherzfrage für euch. Welche Schlange kriecht nicht, beißt nicht und hat auch keine Zähne? Hm? Es ist die Luftschlange! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus! Sie fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die